dich. Freudestrahlend zu mir. Scooby, ich habe ein neues Getränk gefunden. Ja, ich habe einen Almdudler dann nämlich genommen, ja. Boom. Toll lecker. Ja. War schon awesome. Ich brauche noch eine Verdünnung, Scooby. Ich habe irgendwo. Ach, das steht jetzt. Die Österreicher an sich sind übrigens ziemlich nett. Aber wenn man immer komisch sprechen, ja, man fragt sie dann, ja, wo geht's denn zum Poker World? Ja, mate, hast du Straßen nicht gesehen, wo gehst du haben? Naja, danke. ja, see ya. Aber ansonsten totally nett. Das stimmt. Ich werde auch mal manchmal die Urlauber in die Irre geführt. Es waren Engländer oder so, die. Die verdienen es nicht besser. Ja, die scheiß Kolonialmächte da. Ja, aber ich habe eigentlich auch wirklich gedacht, das Zentrum wäre im Westen. Tschüss. Und also, Engländer zu Scooby fragen, wo es geht denn hier zum Zentrum? Ja, das geht da lang. Ja. Und dann kommt Koji um die Ecke. Scooby, was wollten die denn? Die wollen zum Zentrum? Das ist doch da. Oh. Ja. Naja. Was willst du machen? Ne? War nicht mehr zu retten, die waren ja schon weg. Ja. So ein Buggy-Typ hat mich hier. Ein Buggy-Typ? Ja. Ja, wir müssen eigentlich sowieso gleich wieder auch Verkleidung annehmen. Wir müssen erst mit dem Mann sprechen, ne? Nee, wir müssen die Aufgabe abschließen, das gehört zum Quest dazu. Das habe ich schon gemacht, du. Siehst du? Ich habe hier solchen Kessel für euch. Ach, Spuk. Spuk, Spuk, Spuk. Ach, zwei, was geht denn klar hier? Spuk Nummer zwei. Ah. Komm, der nächste, weißt du? Ich fühle mich wie bei dem Film The One, oder wie der hieß? Mit Jet Li. Ja, Endszene. Ist nämlich Jet Li, der in irgendeiner Hölle landet oder so? Oder auf einem Gefängnis, genau. Weil er durch Paralleluniversen gesprungen ist und seine Ebenbilder getötet hat, ne? Und dadurch hat er ihre Kräfte bekommen. Naja, auf jeden Fall in der Endszene steht er auf so einer Pyramide, in einer Gefängnisebene irgendwie. Dann wollen sich alle mit denen anlegen und er kämpft gegen so viele. Und dann hört der Film auf, ne? Wie kam es jetzt auf? Weil ich hier nicht dieses Quest abschließen kann, weil ich mich nicht in die Verkleidung begeben kann, um hochzubohren, weil hier ständig ein neuer Suchenspuk kommt. Solchen Spuk, mein Gott. Suchen musst du den Spuk, ja, ja. Suche den Spuk und finde den Tod. Das ist dein Auftrag. Also würde mir das jetzt eine Stimme einfach so sagen, ich würde glauben, dass Tod das ist. Bist du da oben auf der Plattform? Ja. Hast du unten schon mit ihm gesprochen? Nee, du? Du musst das Quest noch abgeben. Warum bist du denn hochgekommen? Warum? Warum nicht? Na, das ist eine gute Frage. Ich bin hochgeschwobt. Was machst du denn da unten? Ich jaule ins Horn. Hast du jetzt doch schon das abgegeben? Ja, beim Boss. Was für macht der? Ja, wann denn? Wann denn? Das hast du ja eben gerade, als ich oben war. Du warst nicht oben. Doch, was glaubst du, wie ich dich oben gesehen habe? Und du hast doch gesagt, dass du das schon längst gemacht hast. Das habe ich doch auch schon gemacht. Wo ist denn das Problem? Ich habe da die ganze Zeit auf dich gewartet. Ja, aber wo ist denn jetzt das Problem? Lasst mich in Ruhe. Du bist böse und du sollst doch wissen, dass du böse bist. Gut, ich sag jetzt nichts der Freundschaft. Bitte tu es auch so. So. So, ich habe hier jetzt das Quest angenommen vom Oberanführer. Und die Seuchenkristalle muss man sich von hier oben schnappen. Oh, damn, hier Spuk.
Sollte sich dabei lieber nicht erwischen. Also, hier spuckt es doch. Spuck mir nicht. Einzelverkleidung in die endet in 4 Sekunden und da kommt so ein Typ um die Ecke. Siehe mich nicht. Haha. Ich hab nur in die Ecke gepinkelt, kein Problem. Siehe mich nicht, mein Kind. Yo, guys, ihr seid hier Gefangene. Männer sind Schweine. Hunde aber auch. So, Dammuck erschlagen. Ach, wie können die Kleidung, Verkleidung jetzt abfallen? Muss man nach oben. Die Kristalle sind hier auf der gleichen Ebene wie der Chef. Muss man die Kristalle erst holen. Ich werde dir auch runterfliegen, geht nicht. Jetzt geht's. Hast du eine Kristalle? Mhm. Ich warte bei dem Typen auf dir. der hat aber was drauf. Ja. Oh, ich hab so einen Rückenschmerz. So ein komisch. Ist er eher so im Rücken oder eher im Nacken? Ist eher sogar an der Schulter. Und da ist er am Rumspacken? Ja, es ist so. Oh. Also ich würde da gerne einfach so. Sie haben Alzheimer? Also ich glaube, ich könnte so einen Tag im Krankenhaus gut arbeiten, eigentlich. Oh, es wird nicht mehr Leute sterben als sonst auch. Wenigstens würde ich mein Besteck nicht im Körper vergessen von irgendwelchen Patienten. Das stimmt. Oder vergessen, Vollnarkose zu geben. Mitten in der Herztransplantation wacht der Typ auf. Das kann mir jetzt genau falsch sein. Herr Doktor, wie machen Sie das eigentlich immer? Dass Sie das Besteck nicht vergessen. Tesafilm. Dann zeigst du den Finger hoch und dann ist ein Skalpell mit Tesafilm dran gebunden. Sind der beste Arzt der Uhr? Welt? Mhm. Ja, genau. Wo ist Ihre Uhr? Oh, shit. Nicht nur das, nein. Der Patient wurde schon zugenäht, aber die eine Hälfte des Bandes von der Uhr guckt so raus, weißt du? War doch nicht genäht, weil es mit dem Tacker lang gegangen. Das stimmt, oder geklebt. Aber ich muss ja auch sagen, bevor ich zur Bundeswehr gegangen bin, ich wusste ja, dass man da so ein Nähset kriegt, ja. Aber ich wusste auch, dass man da Nähen nicht beigebracht bekommt. Also habe ich vorher nochmal kurz gesagt, Mama, kannst du mir zeigen, wie man Knopf richtig annäht? Ja, war einfacher als ich dachte. Mein erster Knopf war super beschissen, der zweite war schon totally awesome. Und ich habe es dann bei der Bundeswehr nicht ein einziges Mal gebraucht. Muss ich den nach oben? Wo muss ich denn hin? Wo bist denn du? Ich bin jetzt in der mittleren Ebene immer noch. Hast du schon die Splitte? Ja. Dann komm raus. Wohin denn? Zu mir. Wo bist du denn? Auch raus. Ach da. Ach, den Mann töten. Ach Gottchen. Ich dachte, das wäre hier drin. Nee, das... Nee, ist nicht. Ist hier draußen im Freien, in der Natur und so. Natur? Super schön hier. Mit den ganzen Seuchenversprühern und so stuff. Oh, der hat seinen Arm verloren und nimmt den dann so auf und stopfen sich so dran. Und dann gehen irgendwelche Pickel auf. Okay. Ah. That's life. Haben halt nicht alle so gut getroffen. Muss mich neu einkleiden, so. Also ich bin ja einfach hingeflogen und. Ja. Psst, Scooby, psst. Ich bin verkleidet. Ah. Kann ich jetzt angreifen? Bist du denn? So. Ja, ja. Also eigentlich macht man das irgendwie so komisch, aber wir machen das richtig.
Oh, ich krieg Damage Core. Du kannst in der Gestalt healen? Kojo hat so krass gehielt, dass sogar seine Kleidung weggefetzt. Das stimmt. Kann ich was einsammeln? Nee. Okay. Just did it by accident. Car accident. Just did it again. Oh, my heart. Play with my heart oder so. I want to get rid of it. Want to break free. Nach irgendwas mit Heroes, that truly exists. Echt? Oder war das? War das anders? Ich glaube ja. Ja, stimmt, es war nicht Upset the Den, sondern. Nee, oder war es das? Warte mal. Warte mal, Scooby. Das stimmt jetzt aber was nicht. Finally, die Aufgabe abgeschlossen. Final Destination. Was gibt's denn noch für. Sag mal irgendeinen Titel. Von ihr? Ja. Toxic? Nee. Zu dann das. Zeit. Och komm, Gold, keine Ahnung. I will ask Google, ja, und dann sage ich dir. Baby, one more time. Wie hieß das Lied? Ich weiß nicht, ob das Lied wirklich so heißt wie Hit Me Baby One More Time. Ich glaube nicht. Nein, was meine ich? Nee, das ist dasselbe Lied. Mit Oops, I Did It Again oder nicht? Nee, oder? Das ist doch was anderes. Ich meine, guck mal, ich meine das, wo sie so einen roten Lack Lock on Raider, ist das so ein Ding halt. Cool, ich habe keine Ahnung, ich kenne ihre Musikvideos nie auswendig. Da ist sie auf dem Mars oder sowas am Anfang. Ja. Ich schwöre, das haben die wirklich auf dem Mars gedreht. Sabotage. Wir müssen das Geheimnis lüften, Scooby. Es gibt einfach, oh, jetzt gibt's hier bald mal einen Goethe für Scooby. Ja, wie heißt denn das Lied nun? Ja, Koja, ich lade hier noch irgendwas. Hit Me Baby One More Time. Und das auf dem Mars. Studioalbum. Tatsächlich sind das verschiedene. Baby One More Time heißt das tatsächlich. Und Mars Sabotage. Das Album ist. Kann ich hier nicht mal so eine Liederliste haben? Hier habe ich die Lyrics. Shit, mein Tarnung versagt. Ja, muss ja nicht gleich so ausrasten. Aber sie ist beim Anfang mal versagt. Sie ist versagt. Sie wurde mir versagt, Scooby. Hit me baby one more time. Du musst mal einfach bei YouTube den Links angucken. Hab ich schon, aber das Original Musikvideo ist hier nicht dabei. Scheiße, das muss auf dem Mars sein. Jetzt Tarnung weg. Wo muss man hin? Muss man hoch auf dem Schiff oder was? Auf dem Schiff? Was für ein Schiff? Du bist im falschen Universum.